Hallo, hallo und da sind wir wieder bei Let's Play Sims 4 Victorias Live und ja, wir legen jetzt mal direkt los. Wir müssen gleich schlafen gehen. Waren wir schon, nee, waren wir nicht schon geschlafen? Oder jetzt bin ich verwirrt. Ja, wir waren eigentlich schon schlafen. Und Kyria muss heute eigentlich unbedingt noch diese Dings fertig kriegen, die Fitnessfähigkeit. Und warum stehen hier Gartenzwerge bei uns in der Wohnung? Okay, die machen hier gerade Feiertagslaune. Kann ich irgendwas mit denen machen? Alter, lass mal zusammen singen hier. Und ja, wir sind nicht die Geschirrspüler kaputt gemacht. Oh Mann, Alter. Okay. Okay, woher kommt dieser Brauch, dass man Gartenzwergen irgendwas vorsingt oder so? Das finde ich gerade schon ein bisschen verstörend. Kann ich die jetzt nicht irgendwie Zwerg beschwichtigen oder so? Keine Ahnung. Ja, hier, gib ihm mal einen Kuchen. Du kriegst auch einen Kuchen. Und du kriegst auch einen Kuchen. So, und du? Ach, du gehst mal auf Toilette. Kann ich aber auch nicht irgendwie wegstellen. Die stehen einfach bei mir in der Bude drin. Nein, jetzt hat sie die Toilette. Oh, die hat die Toilette auch noch kaputt gemacht. Ach, scheiße, Alter. Dann reparieren wir das Ding. Du musst mal ihn hier. Ich flehe bei ihm um Verzeihung. What the fuck? Was war das denn jetzt? Warum wurde die gerade von einem Blitz getroffen? Alter, was passiert hier? Ich muss noch eine Stunde warten, bevor sie wieder trainieren kann. Oh, so eine Scheiße. Wisst ihr, was ich mir eigentlich mal gedacht habe? Für die kommende Folge jetzt eigentlich, also für diese Folge jetzt hier. Ich habe doch gesagt, ich will einen Hund haben. Wenn ich hier schon so umgebaut habe. Ich finde, es könnte eigentlich auch die richtige. Der richtige Moment sein. Hier. Einen Hund noch anzuschaffen. Oh, das wäre so geil zu wissen, wie ein Hund auf die Gartenzwecke reagiert. Vielleicht kriegen wir es ja noch in dieser Folge hin. Ich möchte erstmal, dass sie hier gleich anfängt zu trainieren. 34 Minuten. Ich spule mal ganz schnell vor. Oh, Alter, das mit den Videos, das geht aber ab. Sie kann ja mal ganz kurz Updates posten und auf Kommentare reagieren. So, und du reparierst mal hier das Ding da. Damit deine Fähigkeit immer weiter upgegradet wird. Fast Stufe 3, das ist gut. Oh, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, in nackten Füßen in der Pfütze zu stehen, wenn da eh schon die Funken fliegen. Oh, was ist das? Herbstpflanzen. Oh, cool. Das darfst du gleich gerne mal öffnen. Ziel des 150. Alter, hier 500 Follower. Du möchtest auch nochmal die Trends untersuchen, habe ich gerade so festgestellt. Und du, ja. Musst du nicht arbeiten? Oder ist heute ein Feiertag? Boy, was ist los mit dir? Der geht einfach nicht zur Arbeit. Bowlen, Reisen, Raumfahrttechnik und ein bestimmter Vlog. Oh, ist der erstmal zu spät gekommen? Oh, dann flirt man mit Kollegen.
Am besten mit der Chefin oder so, mit dem Chef. Das ist einfach nur gut. So. Du trainierst jetzt nochmal eine Runde. Hoffentlich kriegen wir das noch hin. Gehen sie jetzt wieder? Oder führt er jetzt einen Aufstand an? Oh, was haben wir denn hier? Die haben ganz viele Pflanzen hier gelassen. Das sind aber nette Zwerge. So, weil wir uns das nicht zu lange angucken wollen, lasse ich jetzt hier nochmal ordentlich die Zeit schneller laufen, damit sie ordentlich pumpen kann. So, war das schon wieder alles? Oh, das muss mehr, Valkyria, mehr! Stufe 3 brauchen wir bis heute Abend. Mein. Oh, halt, was jetzt? Ermüdet. Scheiße. Jetzt möchte sie duschen gehen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Toilette stinkt auch schon wieder. Ey, das ist ja alles kaputt und stinkt und. Oh. Mein Gott. So, er ist. Flirte jetzt nicht mehr, ne? Ja, dann knüpfen wir Kontakte. So. Ja, das ist keine schlechte Idee, da mal ein bisschen sauber zu machen. Du kannst hier auch mal gleich ein bisschen säubern, dann das hier alles öffnen. Hier aufwischen. Dann hier auch gleich nochmal wegwerfen. Und Vito macht das gleich heile, wenn er von der Arbeit kommt. So. Ich habe Dirk auf der Arbeit getroffen. Hallo Dirk. Und ja, vielleicht muss noch mal ein bisschen, ja, erzähl mal, nee, spiel mal ein bisschen Gitarre hier. Rock für mein Ein und Alles. So. Dann kriegen wir auch den Spaß hier ein bisschen nach oben. So, und auch hier nochmal wieder ein bisschen vorspulen. Halt, stopp, sie ist nicht mehr ermüdet. Sie kann nochmal ordentlich trainieren gehen. Vielleicht schaffe ich das doch noch. Und du, Kollege, reparierst mal endlich dieses Scheißding hier. Warum stinkt die Toilette denn schon wieder? Das ist doch der Zwerg, der das macht, oder? Teile plündern. Ich flehe ihn gleich nochmal um Verzweiflung an. Irgendwie kann es nicht sein, dass wenn die Valkyrie gerade alles sauber gemacht hat, dass schon wieder alles dreckig ist. Ich glaube, das liegt tatsächlich an den Zwergen. Oh, Valkyrie! Vielleicht nochmal singen? Ich singe alleine. Ich muss mit zwei Leuten singen. Oh, das ist ja kacke. Nee, ich kann nicht mit zwei Leuten singen. Ich flehe jetzt nochmal um Verzeihung. Ich weiß nicht, ob sie das noch schafft. Ist hier auch noch wieder? Ich glaube, ich sollte für Video wirklich nochmal so einen Musiktisch anschaffen. Das machen wir wirklich noch irgendwie zum DJ oder so. Er hat eigentlich eine ziemlich gute Stimme.
So, sie geht jetzt zum Casting. Schnappe ich mir hier Winterpflanzen. Räume ihn nochmal auf. Wisch hier auf. Dann geht er auf Toilette. Dann macht er hier sauber. Und dann macht er hier sauber. Dann plündert er hier nochmal ein bisschen Teile. Dann sammelt er hier Sommerpflanzen auf. Ich habe ja dafür den gesungen. Ich flehe den jetzt gleich nochmal um Verzeihung an. So, Dusche ist wieder sauber. Toilette auch. Nee, gerade keine Zeit. So viele schöne Pflanzen. Ah, perfekt. Ja, sehr gut. Hab ja alles richtig gemacht. So. Er isst jetzt was. Ich bin jetzt gerade mal am überlegen. Wie komme ich denn an das Tier überhaupt ran? Ich muss doch, glaube ich, übers Handy irgendwie laufen, oder? Eine Tierklinik kaufen? Nee, das möchte ich ja nicht. Ich möchte vielleicht etwas in einer Tierklinik kaufen. Oder muss ich das vielleicht über den Computer machen? Haushalt. Adoptieren? Adoptieren ist bestimmt Kind adoptieren, oder? Hund adoptieren? Ist Hund, ja, aber gibt's nicht irgendwie vielleicht auch, wo ich mir das aussuchen kann? Ich will ja jetzt nicht direkt draufklicken und hinterher habe ich dann so, bupp, irgendein random Ding. Gleich mal auf die Toilette gehen. So, jetzt brauchen sie, glaube ich, beide Spaß. Er isst gerade, ne? Nach dem Essen kannst du duschen gehen, dann gibt's auch einen Knickknack in der Kiste. Wann hat sie den Auftritt? Beginnt am Samstag. Oh, da haben wir ja auch mit ihr ein bisschen Zeit. So. Warum kann man keinen Knickknack mehr unter der Dusche machen? Oder ist die Dusche einfach da nicht für geeignet? So, duschen. Und was macht sie? Sie möchte schon mal schlafen gehen. Ja, ganz kurz erlaube ich das. So eine halbe Stunde vielleicht. Wenn die Vito fertig ist mit dem Duschen. Dann wird sie geweckt von Vito, um Knickknack zu haben, dann darf sie weiter schlafen. So. Die Zwerge gucken hoffentlich zu. Vielleicht muss ich auch einfach mal in die Nachbarschaft gucken. Kann ich nicht irgendwie sagen, ich möchte einen Ausflug machen? Haushalt aus der Galerie einziehen lassen, wenn das ja Jong besuchen. Nee, ich möchte irgendwie so in der Welt herumreisen. Ich guck gleich mal. Restaurant kaufen. Reisen. Reisen. Ich möchte erstmal allein reisen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich das finde. Irgendwie tiermäßig was, ne? Wie teuer ist das Ding da eigentlich? Info? 291.000. Und was, wenn ich mein eigenes Promi-Haus bauen möchte?
Ich will Leute ja nicht einfach rausschmeißen, oder? So. Ich gehe mal kurz in die Welt. Vielleicht musst du hier hin. Weil das ist ja die Tierwelt. Selbes kulturelle Mittelpunkt. Tierklinik. Vielleicht bin ich da in der Tierklinik richtig. Ich weiß gerade nicht mehr, wie spät das war. Ich glaube irgendwie 23 Uhr. Wir fahren jetzt um 23 Uhr in die Tierklinik. Und ich weiß nicht, ob die Tierklinik einfach nur Tierklinik ist, wo ich Tiere krankenhausmäßig untersuchen lasse oder ob ich da dann Tiere kaufen, adoptieren kann, wie auch immer. Wie sagt man das eigentlich richtig? Adoptiert man ein Haustier oder kauft man ein Haustier? Ich meine, Haustier wird ja dann eigentlich ein Mitglied der Familie. So. Ah, viele, viele Katzen und Tiere. Das ist... Katzen und Tiere! Wow. Ja, aber irgendwie sieht das wirklich nur nach Klinik aus. Ich kann hier nirgendwo was kaufen. Das ist vielleicht auch, wenn man in der Tierklinik arbeitet. Guck mal, Tierobjekte kaufen. Was sagt er mir denn da? Nee. Konnte man nicht hier sogar... Also ich weiß, dass man in Sims 3, glaube ich, sogar Tiere kaufen konnte. Aber kann man das in Sims 4 auch noch? Habe ich gerade Tiere oder Pferde gesagt? In Sims 3 konnte man Pferde kaufen. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Ob man hier auch Pferde kaufen kann? Das war bei Sims 3 teilweise echt merkwürdig, weil dann stand plötzlich ein Pferd in deinem Garten und du dachtest so, hä? Wo kam das Pferd her? Aber die konnten, es gibt auch so Wildpferde, die sind dann halt überall rumgelaufen. War aber bei Sims 3 so, dass es dann ordentlich an den Computer belastet hat. Warum ist Valkyrie wieder wach? Willst du mich verarschen? Gibt jetzt hier wieder recht mal ein Techtelmechtel. So. Ja, dann können wir da auch direkt schon schlafen schicken. Das ist perfekt. So, und bei ihm... Ha, ich weiß nicht, ob er morgen beurlaubt... was ist denn los? Ich weiß nicht, ob er morgen befördert wird oder nicht. Ja. Könnte vielleicht noch einen Tag länger dauern. Wie viel ist der Haushalt eigentlich inzwischen wert? 30.000? Sehr gut. Warum steht sie denn wieder auf? Was ist dein Problem, Valkyrie? Du sollst schlafen. Tu es, wie Vito es tut. Einfach schlafen. So grauenhaft war das gar nicht. Hauen die denn irgendwann mal wieder ab? Die troppen hier ganz viele Pflanzen. Er ist... Ach. Er hätte eigentlich schon wieder seinen Teller auf dem Tisch stehen lassen. Das ist total nervig, dass sie es nicht selbst wegräumen. So, ich gucke es trotzdem mal über den Computer. Vielleicht ist das dann doch... Was gibt es denn hier? Soziale Chronik überprüfen? Na, will ich gar nicht.
Nee. Dann mache ich das wirklich Haushalt. Adoptieren. Hund adoptieren. Mal gucken, was passiert. Sie darf duschen gehen. Keine Ahnung, was sie gerade machen wollte im Bett. Ich glaube, sie wollte trauern oder so. Du kannst dir bis zu 3 Tiere aussuchen. Deutscher Spitz. Havaneser? Mir fehlt gerade so ein bisschen die aufgeregte Sims-Musik. Die dann so ein bisschen... Warum sind die eigentlich alle sterilisiert und kastriert? Was ist, wenn ich Tiere haben möchte, die sich fortpflanzen? Guck mal, die hier könnte ich alle schon nicht mal nehmen, weil die... Vielleicht möchte... Hat die einen Pullover an? Alter. Ich muss ehrlich sagen, die gefallen mir irgendwie fast alle nicht. Er geht vielleicht noch ein bisschen, aber... Coated, curly coated Retriever. Wenn er groß ist, sieht das so aus. Ist das alles so deutscher Spitz? Schipperke, Zwergspitz, Zwergschnauzer, Islandhund. Berner Sennhunde sind immer total liebe, süße Hunde. Richtig Knuddelhunde. Aber so, Er ist ja auch kastriert, ne? Ja. Es gibt 2 Hunde, die nicht kastriert sind. Der Schipperke, Rasse, die ich noch nie gehört habe. Und der Curly Coated Retriever. Retriever ist ja so ein Ding. Aber wenn er so aussieht, wie er hinterher oder sie, dann will ich keinen Curly Coated Retriever haben. Sorry, da müssen wir vielleicht nochmal ein anderes reingucken. Ein anderes Mal. Und diese Gartenzwerge, kann ich die nicht irgendwie mal hier rausschmeißen? Aber wenn ich jetzt... Ha! Geil. Die stelle ich jetzt... Da, die fühlen eine aufgeregte Unterhaltung. So, er muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Dann darf er jetzt nochmal kurz kochen, würde ich sagen, oder? Dann wieder mal ein Frühstück. Machen wir Rührei und Speck. So, sie heult unter der Dusche. Weil der Feiertag so grauenvoll war. Was muss ich hier machen? Ah, es ist Zeit, aus dem Haus zu gehen und einen Schauplatz zu besuchen. Ja. Für den nächsten Feiertag. Und was, wenn ich nicht aus dem Haus rausgehen will? Ich glaube... Ich mache das gleich mal, dass ich hier sage, altes Video promoten. Oder hype ich mein nächstes Video? Ich hype immer mein nächstes Video. Und ja, die Dusche. Oh, die Dusche ist schon wieder kaputt. Mal gucken, was es mir bringt, dass mein nächstes Video gehypt wird. So, jetzt hat er Frühstück gemacht. und isst erstmal schön gemütlich. Muss dann gleich schon wieder zur Arbeit. Gucken, ob das von alleine abbricht. Bin gespannt. So, was macht sie denn da jetzt? Ist sie schon fertig mit Video promoten? Ich mach mal einen traurigen Vlog. Wir promoten, dass wir einen traurigen Vlog machen. Oh, geil. So, du hast jetzt genug gefordert, jetzt auch mit dir zur Arbeit, du Nichtsnutz. Vito, gib Gas. Du bist ein Star-Ingenieur, auf dich wartet die ganze Welt. Und ja, die Dusche muss auch repariert werden. Verschwinden die auch irgendwann wieder?
Quinard Blizza. Kinnitu Zuave. Traurige Vlogs. So ist das Leben. Lasst euch nicht stören, ich mache nur Thumbnails. Oh, Geld. Der Schönheitsfleck ist echt, hat inzwischen 421 Simoleons eingespielt. Heißt das dadurch, dass sie immer mehr Follower kriegt, dass ihre alten Videos auch immer mehr Aufrufe und Geld einbringen? Ja gut, ist halt so bei YouTube, aber da muss ich hier irgendwann nichts mehr machen, außer meine Follower zu pushen. Dann produziere ich 20 Videos und pushe dann nur noch Follower, 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 Follower und dann kriege ich immer mehr Geld. Oder laufen die Videos auch irgendwie nach einer Woche aus oder so. Ähnlich wie mit den Büchern. Du knopfst nochmal bei der Arbeit Kontakte. Ja. So, Zeit erstmal wieder ein bisschen voranbringen. Wie kann sie da eigentlich klicken? Trauriges Video. Das letzte Video von mir. Ja, wird ja immer so richtig drastisch gemacht, wenn Leute irgendwie Trübsal blasen. So, zack. Und halt nicht so schnell weglaufen. Das Video wird jetzt bearbeitet. Du machst da einen Übergang hinzufügen. Achso, du hast gerade Hunger, ne? Ja, so mehr oder weniger. Vielleicht solltest du, müssen wir hier gleich. Ausgezeichnete Qualität. Halt, stopp. Erstmal die ausgezeichnete Qualität weglegen. Dann wird das hier aufgeräumt. Dann darfst du den Pfannkuchen noch essen. Und dann wird das Video hier noch in Übergänge hinzugefügt. Dann werden vielleicht Effekte noch reingehauen. Dann wird es nochmal wieder bearbeitet. Und dann... Warum zieht sie das jetzt vor? Verstehe ich nicht. Okay. Ja. Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Döner. Denn Döner macht schöner. Warum hat die Zwiebel in der Tasche? Wahnsinn, verrückt. Achso, das ist bestimmt hier, weil ich die Sachen... Dann hat Vito einen ganzen Botanikerschrank in seinem Dings oder was. So, Video. Das mache ich ja gerade, glaube ich, Übergänge hinzufügen, oder? Ja, da kommen da noch ein paar Effekte hinzu. Dann wird das bearbeitet. Dann wird es hochgeladen. Warte mal, okay, darf ich nicht wieder machen? Irgendwie hat sich das Video jetzt schon hochgeladen. Okay. Aufräumen und das Essen. Ich hab den Computer kaputt gemacht. Was macht der denn da jetzt von alleine? Ich weiß nicht mehr, wie die Trends waren. Kann ich sie nicht vielleicht nochmal nachgucken? Trends, gibt keine Trends mehr. Sie räumt immerhin immer schön auf. Das finde ich gut.
So, was muss ich eigentlich für mein nächstes Casting machen, ne? Schauspielfähigkeit erhöhen, das kriege ich hin. Oh, das sollte ich vielleicht heute Abend noch machen und meine Fitnessfähigkeit erhöhen. Lass ich erstmal die Trends checken. Ich kann ein Video vielleicht später noch was ein Video machen oder so. So, dann trainieren wir mal. Funktioniert ist getrennt. Bowlen, Reisen, Raumfahrttechnik, beschämendes Vlog. Bowlen, muss ich dann irgendwie nach Reisen gehen? Dann bowlen und irgendwas da machen? So, Raumfahrttechnik. Das Gewürzfestival. Geil. So, und du programmierst jetzt mal eine Runde. Nee, du musst erstmal die Dusche heilen. Aber er wurde nicht befördert. Nein, wurde er nicht. Habe das Gefühl, dass irgendwie kein bisschen gestärkt ist. Komm schon, gleich müsste ihr Stufe 3 haben, dann soll sie es langsam mal ein bisschen ordentlich hinkriegen. So, auf dem Laufband einen Dauerlauf machen. Sie kann im Computer nach Trainingstipps suchen. So, du gehst nochmal hier hin und willst programmieren. Spiel modifizieren. My Sims Go modden. Warum nicht? Ist schon abgeschlossen, das ist gut. Dann Spiegel Schauspielfähigkeit. Achso, jetzt nimmt jetzt ein Video auf. Habe ich ja auch befohlen. Ja, gut, alles klar. Zeit! Vorspulen! Oh, ich sehe auch gerade schon wieder. Wir sind schon längst mit dem Part fertig. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag oder Abend. Wir müssten, glaube ich, wenn ich jetzt richtig das weiß, heute den 28. haben. Das heißt, ja. Ist heute der 28. oder 26.? Nee. Das müsste, glaube ich, noch der 28. sein. Das nächste Video ist dann der 30. Und dann kommt der 1. So soll das, glaube ich, richtig sein. Ja. Dementsprechend, falls ihr ab da irgendwie weg seid und jetzt keine Videos mehr schaut oder so, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann sehen wir uns in 2019 wieder. Und ja, bis dahin und auf Wiedersehen. Bye, bye und tschüss.